Ministerpräsident Winfried Kretschmann ist derzeit wandernd in Baden-Württemberg unterwegs. Am Dienstag erkundete er den Wasserfallsteig bei Bad Urach, der im vergangenen Jahr zum schönsten Wanderweg Deutschlands gewählt worden war. Am Montag war er am Hohen Neuffen und im Freilichtmuseum Beuren unterwegs und am Mittwoch soll es zur Burg Hohenzollern gehen. In Bad Urach begleiteten ihn unter anderem Landrat Thomas Reumann und der in Urach geborene Bundesvorsitzende der Grünen Cem Özdemir. Für Kretschmann bietet die Sommertour die Gelegenheit, mit Bürgerinnen und Bürgern in direkten Kontakt zu treten. Das sei eine gute Möglichkeit, um der Politik des Gehörtwerdens der Landesregierung Ausdruck zu verleihen, so Kretschmann. Auf der anderen Seite will der Ministerpräsident als leidenschaftlicher Wanderer aber auch neue Landschaften erkunden und bereits bekannte Sehenswürdigkeiten wiederentdecken. Die Fahrten zwischen den Wanderungen will er mit einem Elektroauto zurücklegen. Noch bis Freitag geht die Sommertour.